Hallo? Oh, okay. Ja, willkommen zum Vortrag Das Steckschwein, in dem ich unser Hobbyprojekt, das Steckschwein, ein 8-Bit Homebrew Computer, ein bisschen vorstellen möchte. Zuerst die Frage: Ich bin jetzt vorbereitet, den Vortrag auf Deutsch zu halten. So, if there are any preferences about the language, I'm prepared to do it in German. I could try to wing it in English, if there's a preference. So, what is going to be? Deutsch? Okay. Deutsch it is. Okay, also ich fange jetzt mal an mit einem kleinen historischen Abriss, wie wir überhaupt damit angefangen haben mit den Anfängen auf dem Steckbrett und uns dann quasi hervorgearbeitet haben bis zu einem richtigen Rechner und dann entschlossen haben, jetzt noch was wissen. Angefangen haben wir Ende 2013 und haben uns dann quasi iterativ vorgearbeitet, man könnte fast sagen agil, bis hin zu einem Produktinkrement und so. So, am Anfang war das Nob. Ja, Nob wird den meisten hier was sagen, nehme ich an. Und wie das halt so ist, wenn man als Elektronik-Noob eigentlich eher sich an so ein Projekt setzt, will man ja erstmal wissen, bin ich überhaupt auf der richtigen Fährte? Und man will die möglichst einfache Variante der Schaltung erstmal probieren, um zu gucken, ob der Prozessor überhaupt das macht, was man jetzt erwarten würde. Und deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben den Prozessor genommen, haben den Datenbus hart auf die NOP-Instruktion verdrahtet, haben ein bisschen Takt drauf gegeben und an den Adressbus einfach mal LEDs angeschlossen. Und die Erwartung war, wenn wir da jetzt Takt drauf geben, das anschalten, dann müsste das aussehen wie ein 16-Bit-Zähler, weil er ja dann natürlich sich neue Instruktionen aus dem Speicher holt und dementsprechend die Adresse hochzählt und so. Und das war dann auch so. Und das sah dann ungefähr so aus. Das ist jetzt schon der nächste Schritt. Man müsste sich jetzt im Prinzip das hier einmal kurz wegdenken. Dann wäre man bei dem Aufbau, den wir angefangen haben. Als nächstes haben wir gedacht, okay, dann brennen wir uns mal ein EEPROM mit ein paar Instruktionen drauf, die anders sind als NOP. Und gucken dann mal, was passiert. Und damit wir sehen, was er macht, sieht man da oben an den LEDs den Datenbus, die roten. Wer sich auskennt, weiß vielleicht auch gerade, welche Instruktion anliegt. ja, gibt es auch ein kurzes Video zu. Das sind so die bescheidenen Anfänge. Ich weiß nicht, wer mitgeschrieben hat, was da gerade lief. Als nächstes ein kleines SRAM dazu und jetzt hatte man plötzlich tatsächlich einen funktionierenden Computer. Jetzt haben wir nicht nur irgendwie ein Ding, was der Instruktion aus dem ROM liest und Sachen ausgibt und Sachen ausführt, sondern wir haben jetzt auch einen Stack und eine Zero-Page dazu gekriegt und können jetzt im Prinzip auch JSR und RTS, Unterprogramm aufrufe und Zeugs. Wir können Sachen wegspeichern, zusammen addieren und Zeugs. Wir haben bloß keine Schnittstellen zur Außenwelt. Aber im Prinzip ist es ein vollständiger Computer, Ziel erreicht, klasse. Aber so weit sind wir jetzt gekommen und haben uns gedacht, okay, jetzt wollen wir es wissen, jetzt wollen wir einen richtigen Computer bauen. Das war so eine Idee, die wir uns quasi in den Kopf gesetzt haben. Wir wollen einen Einplatinrechner wie der C64 auch, wo alles drauf ist, Videochip, Soundchip, I/O-Möglichkeiten. Und wir wollten ihn aber mit modernen Schnittstellen ausstatten. Modern hier in Anführungszeichen. Massenspeicher haben wir uns überlegt, eine SD-Karte reicht völlig. Also mit Disketten im Jahr 2013 noch anzufangen, ist halt auch Quatsch. Und man kriegt für ein paar Euro eine 16 GB SD-Karte. Die kann man mit SPI ansprechen und hat dann mit minimalstem Hardwareaufwand hat man da gigabyteweise Massenspeicher. Also mehr braucht man da nicht. Ja, nächste moderne Schnittstelle ist natürlich PS2, muss sein. und eine richtige RS-232-Schnittstelle, damit man halt Code draufladen kann oder so. Und dann ist diese ganze Steckbrettgeschichte dann im Laufe der Zeit ein bisschen eskaliert und sah dann irgendwann so aus. Und im Prinzip waren wir jetzt schon da, wo wir hin wollten. Wir haben 2 Megahertz, wir haben 64K, wir haben ROM, wir haben eine serielle Schnittstelle, wir haben eine RTC sogar, mit dem Hintergedanken, dass man ja, wenn man irgendwann ein Dateisystem hat, da auch irgendwie gültige Timestamps reinschreiben kann. PS2-Tastatur ist dran, SD-Karte läuft,
Wir haben jetzt noch ein LCD-Display, damit wir was sehen können. Und das sind jetzt gerade so die bescheidenen Anfänge da, einen TMS 9929 als Videochip dran zu basteln eigentlich. Und da hat dann das ganze Ding auf dem Steckbrett auch eine Komplexität erreicht, wo es dann auch nicht mehr handelbar wurde. Ja, also hier nochmal kurz die Videogeschichte. Dann gab es hinten noch eine Analogschaltung, die halt das Videosignal aus dem 9929 in RGB umgewandelt hat. Also wir haben uns da echt mega ein abgebrochen, kann man so sagen. Und letztendlich wusste man irgendwann nicht mehr, es lief nicht stabil, ob es jetzt, habe ich jetzt im Code irgendwas, habe ich da jetzt einen Bug, ist es ein Wackelkontakt, wo muss ich suchen? Und das war einfach aussichtslos, da auf dem Steckbrett noch irgendwie weiterzukommen. Und dann haben wir uns für den nächsten Schritt entschieden, dass wir Platinen machen lassen. Also das ganzen Schaltpläne, so wie wir sie haben, nehmen und in Layout übertragen, Platinen herstellen lassen und damit weiter. Ja, das ist so das erste Erfolgserlebnis, was wir hatten, nachdem wir ja schon gedacht haben, das wird nichts mehr. Dann auf dem Steckbrett dann noch irgendwie dem ein Bild zu entlocken. Man sieht auch hier ein paar Speicherfehler, die Zeichen sind nicht ganz vollständig. Aber das war ein langer Weg dahin und frustrierend. Und besser sollte es dann werden mit Platinen. Die haben wir uns dann zuerst herstellen lassen. Und zwar haben wir dann die einzelnen Baugruppen. Wir haben es in vier Boards aufgeteilt. Es gibt ein CPU-Memory-Board, das sieht man hier ganz oben. Es gibt ein I/O-Board, wo halt die SD-Karte, die VIA drauf liegt und so. Es gibt ein Videoboard, das sieht man hier noch nicht. Das kam dann noch später dazu. Und der UART mit der seriellen Schnittstelle war noch einzeln. Und so konnte man halt die einzelnen Baugruppen unabhängig voneinander weiterentwickeln, bis man dann irgendwann den Stand erreicht, mit dem man dann glücklich ist und wo man dann weitergehen möchte. Aber da will ich jetzt noch nicht vorgreifen. Ja, das ist dann eine spätere Revision mit neueren Platinen. Da ist jetzt die Integrationsdichte ein bisschen gestiegen. Da ist der UART mit auf das I/O-Board gekommen, sinnvollerweise. Das da unten, das Lochraster-Ding, das ist so ein Prototyp des Soundboards, das es so nie gegeben hat, denn das ist dann irgendwann auf die Videoplatine gewandert, also ist damit draufgekommen und dann war das im Prinzip sowas wie ein Multimedia-Board, kann man so sagen. Und hier ist es jetzt schon so, dass wir den Videochip abgegradet haben, weg vom TMS 9929, weil er ist schon sehr oldschool, zum V9938 von Yamaha, das ist quasi der Nachfolger von dessen Nachfolger. Und der kann ein bisschen mehr, aber noch nicht genug, aber läuft zumindest super stabil und den müssen wir jetzt erstmal ausreizen. Also, eigentlich haben wir es da schon erreicht. Unser Ziel, einen funktionsfähigen Computer mit allem drum und dran zu bauen, haben wir erreicht. Ist zwar noch unser Drei-Platinen-Sandwich. Und dann standen wir vor der Entscheidung, nehmen wir das jetzt und machen daraus unsere Ein-Platinen-Version. Oder wollen wir es doch nochmal wissen und können da vielleicht nochmal einen draufsetzen? Und wer uns kennt, weiß, dass wir noch einen draufgesetzt haben. Und zwar haben wir dann gedacht, jetzt 64K, schön und gut, aber 512K ist besser. Und das war dann so der letzte Schritt, den wir noch gemacht haben, bevor wir dann zum Einplatiner gegangen sind. Und da muss ich jetzt kurz das Memory Mapping mal beschreiben, wie wir das gemacht haben. Also in der alten 64K-Version war es dann so, dass die ersten 8K, da ist entweder ROM eingeblendet oder RAM. Da haben wir dann quasi diskreten Register aufgebaut, wo man dann sich von den 32K eine von vier 8K-Bänken da einblenden kann, für das ROM zum Booten und so weiter. Oder wahlweise konnte man das ROM auch ausblenden, dann konnte man da auf das RAM zugreifen. Und hat man quasi, während das ROM eingeblendet ist, in diesem Bereich geschrieben, ist es im RAM gelandet. Also da stand dann der C64 ein bisschen Pate bei dem Design. Mit 512K müssen wir natürlich ein bisschen was anderes machen. Und da haben wir uns überlegt, wir werfen das Ganze ein bisschen über den Haufen und teilen jetzt unsere 64K-Adressraum in vier Slots, haben wir es genannt, zu je 16K ein. Und dann nehmen wir vier solcher Register und nehmen die 512K und die 32K ROM und teilen die auch in 16K-Blöcke ein. Jetzt haben wir quasi für jeden dieser Slots haben wir jetzt ein Register. Und in das Register schreibe ich einfach rein, welchen Block ich haben will. Dann kann ich mir quasi über diese vier Register
kann ich mir meine 64K-Adressraum in 16K-Schritten einfach so zusammenstöpseln, wie ich es gerne haben möchte. Ja. Muss man dann halt in der Software mit umgehen. Ja. Das ist genau, das sollte ich mal drauf eingehen. Das ist, man sieht es nicht, es ist eigentlich hexadezimal. Also wir haben von der Nummerierung das so gemacht, dass die von 0 bis 31 ist halt logischerweise RAM und das gesetzte Bit 7 kennzeichnet halt eine ROM-Page. Also man könnte jetzt auch nicht nur zwei Pages adressieren, man könnte auch da ein 512K Flash-ROM einbauen, dann hätte man da auch 32 ROM-Pages. Ich hätte es kenntlich machen müssen, dass es hexadezimal ist, aber genau, das ist das ROM und das ist alles RAM. Also hier sieht man, dass quasi in den obersten 16K ist halt die erste ROM-Page eingeblendet. Genau. So, das ist jetzt unser Ansatz. Mit dem wollen wir erstmal starten. Und da ist es natürlich interessant, dass in Slot 0, also quasi auch die Zero-Page und der Stack enthalten ist. Und da könnte man zum Beispiel, hätte man jetzt 32 Stacks und 32 Zero-Pages. Und dann könnte man sich überlegen, vielleicht ist es ja nützlich, wenn man sich mal irgendwie mit Multitasking beschäftigen wollen würde. Aber ist natürlich auch ein Akt, das dann jeweils auszutauschen und das stabil zu machen. Und ist dementsprechend ein ziemlich flexibler Ansatz. Bietet viele Möglichkeiten, aber ist halt auch relativ dumm. Es gibt keinen Supervisor-Mode. Die MMU, wenn man das so nennen möchte, macht jetzt nicht viel von selber. Das müsste halt dann das Betriebssystem oder was auch immer, müsste halt dann sich irgendwie merken, was wohin gestopft wurde. Ja. Aber mal schauen. So sieht es jetzt aus. Zwei Stück von dem Ding liegen bei uns hinten am Stand und sind quasi in Aktion bewunderbar. Und damit haben wir quasi unseren ersten Meilenstein erreicht, unseren Einplatinencomputer mit den Features, wie wir es wollten. Nach knapp 10 Jahren Steckschwein müssen wir nächstes Jahr mal was Cooles machen. So, und damit haben wir jetzt erstmal Spaß. Aber wie geht's weiter? Ideen gehen einem ja nicht aus. Als nächstes, muss ein größerer CPLD her, denn das ist halt ein altes Ding, den haben wir auch schon ziemlich vollgestopft mit dem Kram. Größerer CPLD zieht nach sich, dass wir uns mit 3,3 Volt beschäftigen müssen, noch ist alles nativ 5 Volt. CPLD ist im Prinzip ein GAL auf Steroiden, beziehungsweise eine Vorstufe zum FPGA. Also es ist also auch ein programmierbarer Logikbaustein, bisschen simpler aufgebaut als ein FPGA. Aber schon mehr als ein GAL. So, und als nächstes, wenn wir dann einen größeren CPLD haben, dann unser Peripheriebus ist SPI, also die Killer-Applikation dafür war halt die SD-Karte. Das machen wir bei Bitbanked über die 6522 VIA. Und eigentlich wollte ich die ganze Zeit schon das Ganze in Hardware machen auf dem CPLD. Weil es einfach schneller ist und besser und toller. Und mit dem größeren CPLD wäre das ein Feature, was ich unbedingt irgendwann nochmal machen möchte. Dann träume ich von einem priorisierenden, vektorisierenden Interrupt-Controller, dass ich quasi für jede Interrupt-Quelle eine eigene Interrupt-Leitung mache und der dann quasi auch den Adressbus dann jedes Mal so umbiegt, dass jede Interrupt-Quelle auch ihren eigenen Interrupt-Vektor kriegt, was der 6502 so nicht kennt. Das heißt, wir bescheißen ihn nicht nur mit den Adressleitungen zum Speicher, sondern auch mit den Interrupt-Leitungen. USB, mal gucken. Ich glaube, wenn wir das andere haben, dann gucken wir uns das auch mal an. Aber, Ja, USB-C, klar. klar, ich meine, PS2-Tastaturen werden langsam schwierig zu beschaffen. Also muss man sich halt mal irgendwann was überlegen, wie man da weitermacht. Ja, gut. Das war jetzt so mal der kurze historische Abriss, was wir die letzten 10 Jahre so getrieben haben in unserem Projekt. Wenn da jetzt schon mal Fragen sind, bitte. Warum Vektor Interrupt? Was macht ihr da so? Was macht ihr viel mit Interrupts? Du brauchst mehrere Interrupts oder? Naja, es ist eigentlich natürlich weniger die
unbedingt die technische Herausforderung als vielmehr Spieltrieb, dass es einfach cool wäre, sowas einzubauen und da so ein bisschen das, was größere, richtige Computer quasi haben, da mit reinzunehmen. Und weil es natürlich von der Programmierung her schön ist. Man hat dann quasi nicht eine Interrupt-Service-Routine, die halt dann jedes Mal, wenn sie aufgerufen wird, abklappern muss, wer war es denn? Und wenn man einfach weiß, okay, wenn es da knallt, dann kommt es von da. Also dass jedes Device, der UART, der VDP, seine eigene Interrupt-Routine hat, die dann einfach dediziert aufgerufen wird. Und wie wollt ihr das machen dann? Also es kommt ein Interrupt rein und dann wird schon eine Adresse irgendwo in ein Register getan? Ja, so ähnlich. Also die Idee ist, dass halt am CPLD hängen die verschiedenen Interrupt-Leitungen von den verschiedenen Interrupt-Quellen und je nachdem, welche gezogen wird, verbiegt halt quasi der CPLD den Adressbus, dass halt an der Stelle, wo die CPU ihren Interrupt-Vektor adressiert, eigentlich eine andere Adresse eingeblendet wird und da liegt dann der Vektor. Ja, das ist zumindest so die Idee. Aber jetzt haben wir erstmal genug anderes Zeug mit der aktuellen Version. Ja. Noch eine Frage kurz. Euer Steckbrett, da war noch ein Datum dran gestanden. Man konnte es nicht recht sehen. Ist es 2011 gewesen oder 2013 oder 14? Wie lange läuft es schon? Wir haben angefangen Ende 2013. Und so die intensivste Zeit, sage ich mal, war bis Mitte 2014, wo wir dann mit dem Steckbrett, mit dem Videochip und so weiter auch einfach viele Änderungen noch an der Hardware vorgenommen haben, was dann mit den Platinen nicht mehr so einfach war. Und dann wurde es halt ein bisschen ruhiger, so, weil man kann ja nicht mehr einfach jetzt an einer fertigen Platine die Hardware halb umstricken und so. Okay. Okay, also wenn keine Fragen mehr sind, dann machen wir kurz den Switch und dann erzählt Marco noch was zu unserem Emulator, den wir auch haben und unseren Entwicklungsmethoden generell. Jo. Test. Ja, hi. Ich bin Marco, der andere Teil von der Steckschwein-Crowd. Ich will das da nicht sehen. Mach das weg. Gut. Okay. Und ich möchte heute über mehr den Software-Teil sprechen, also wie wir mit dem Steckschwein, wie wir ohne der Steckschwein-Hardware entwickeln und entsprechend Software erstellen. Das Ganze geht zurück, also wir haben natürlich programmiert und es gab verschiedene Hardware-Revisionen und man hat dann immer probiert und SteckOS und Shell und FAT-Treiber und was wir alles programmiert haben, um die Hardware anzusprechen. Das ist natürlich auch ein Moving Target, weil ja die Hardware sich weiterentwickelt hat. Also Thomas hat es ja gesagt, neue Boards, neue Revisionen, die Hardware hat sich wieder geändert und so weiter. Und da wir jetzt auch nicht nebeneinander wohnen und remote, brauche ich ja irgendwie eine Möglichkeit, wenn er die Hardware macht, dass ich auch Software entwickeln kann. Und auch um ein bisschen die Komplexität, also was heißt die Komplexität, also auch um effizient Software entwickeln zu können, kann ich nicht auf Hardware entwickeln. Und die Spitze des Eisbergs war 2019, da war Michael Steil, müsste eigentlich auch bekannt sein aus dem X16-Projekt oder aus diversen anderen Beiträgen, pagetable.com. Er kam zu mir und hat die Frage gestellt, wie könnt ihr für das Steckschwein Software entwickeln ohne einen Emulator? Und dann war ich irgendwie traurig und am Boden zerstört. Und dann sind wir nach Hause gefahren von Berlin nach München runter und es ging mir nicht aus dem Kopf. Und letztlich bin ich dann mit ihm im Austausch gewesen. Und ja, habe ich natürlich überlegt, klar, ein Emulator macht Sinn.
Und warum? Ja, klar, ein Emulator, damit kann ich viel einfacher debuggen und auch tracen, kann irgendwie viel schneller Fehler finden. Ich kann eine IDE-Integration mir vorstellen und ich kann unterm Strich die Produktivität dadurch steigern. Okay, also schreibe ich einen Emulator. Habe ich noch nie gemacht. Ich bin jetzt nicht ganz technisch unbeleckt, was Programmierung betrifft, mache das auch professionell. Ja, was brauche ich, um den Emulator zu entwickeln? Zunächst einmal, wir haben eine 6502 CPU, also muss ich irgendwie Code haben, der quasi 6502 CPU emuliert. Gut, das sollte nicht schwer sein, das gibt es wahrscheinlich. Schwieriger wird es mit dem Grafikchip. Thomas hat gesagt, wir haben diesen Nachfolger, das ist der Yamaha 958. Die Memory-Logik aus dem CPLD mit dem Banking hat er vorgestellt, das muss alles nachgebaut werden und wir haben auch diverse I.O.-Geschichten, die VIA, SD-Karte, serielle Schnittstellen, Joystick-Ports und wir haben auch einen Soundchip drauf, wir haben eine Realtime-Clock, das muss man alles emulieren. Okay, fangen wir bei der CPU an. Da gab es eine Vorlage auch von dem X16-Projekt, den Tipp habe ich auch von Michael bekommen, die haben ja für den X16 auch einen Emulator gebaut und im Prinzip hat er uns die Steilvorlage gegeben und hier ist eine Implementierung drin, genau, also die Steilvorlage aus dem X16-Emulator von Michael, der hat uns im Prinzip das Gerüst gegeben, da war im Prinzip nur CPU drin und Memory und die Idee, wie man da starten kann und das habe ich aufgenommen und umgebaut. Und zumindest auf das Memory-Modell vom Steckschwein in der ersten Inkarnation der Hardware implementiert und umgesetzt und man hatte dann ziemlich schnell auch einen Emulator. Okay, dieses ganze Projekt, muss man sich vorstellen, ist auf SDL2, auf der SDL2-Library aufgebaut. Das ist so ein Simple Direct Media Layer, so ein ganz einfaches Toolkit, um UI auf Unix-System zu machen oder auf Windows, also plattformübergreifend. Im Prinzip, bevor es noch Qt gab, ist damals SDL entstanden. Das ist eigentlich auch späte 90er wahrscheinlich, ja doch. Und man hat hier ein ziemlich einfaches Programmiermodell und kann mit einem Framebuffer auch im Screen schreiben. Okay. CPU, Haken, das haben wir bekommen. Weiter geht's mit dem Videochip. Okay, der Videochip. Ja, schaut man sich das Datenblatt von dem Videochip an, das ist mehrere hundert Seiten lang. Und wenn ich das emulieren möchte, dann brauche ich auch ein tiefgreifendes Verständnis, wie funktioniert denn eigentlich dieser Videochip? Also wie sind die Zugriffszeiten, wie sind die Timings, was passiert da in den Videomodi, wie wird Adressierung gemacht, wie funktioniert das mit den Sprites? Das muss ja alles emuliert werden. Und das erschien mir ziemlich komplex und ziemlich viel Programmierarbeit. Und gerade auch bei dem 9958, wo die Command Engine dazugekommen ist, also wo man an irgendwie Plit-Kommandos hatte, Linien-Kommandos und so weiter, das muss man alles nachbauen. Okay, dachte ich, kann eigentlich nicht sein, dass ich der Erste bin, der mit so einem Emulator mit diesem Videochip zu tun hat. Also natürlich sucht man sich da im Internet Sachen zusammen und ja, Volltreffer, dieser Videochip ist aus dem MSX-Rechnern, also MSX 1, 2, MSX Plus. Hatten dann alle den 9958 verbaut, Ende der 80er. Und natürlich gibt es Emulationsprojekte. Also letztlich bin ich dann auf eine Version gestoßen. Das ist das Blue MSX. Das wird aber nicht mehr gemaintained seit, ich glaube, das letzte Update war 2012. Basiert noch auf SDL 1. Aber war zumindest ein Ansatz und eine Idee. Also was habe ich gemacht? Ich habe die Library mir runtergenommen, habe alles entschlackt, was ich dazu nicht brauche, weil ja im Prinzip das Blue MSX ist ein kompletter Emulator für alle MSX-Systeme. Also richtig krass, was der Typ, der das gemacht hat, da geschrieben hat. Da kann man Videomodi einstellen, auch man kann Composite-Videoausgangssignale faken, dann wird das so grisselig. Also das ist schon echt fancy und auch Inline-Assembler verwendet, weil damals die Performance nicht gereicht hat. Also der hat sich da richtig ausgetobt. Ich habe das alles entschlackt, habe nur den Code rausgenommen für unseren Videochip. Und weil das SDL 1 ist, habe ich natürlich unseren Emulator zurückportiert auf SDL 1. Macht nichts, weil so viel UI war nicht. Oh, und das hat ein bisschen gedauert, aber am Ende ist es mir gelungen, die Emulation für einen Videochip einzubauen. Okay, wir haben also CPU, wir haben den Videochip. Als nächstes die Memory-Logik, die Thomas vorgestellt hat. Hier nochmal kurz die Übersicht mit den Slots und den Banks, die wir einblenden können über die Register. Okay, also ist jetzt nicht so schwierig, wenn ich mir das im Code anschaue,
Also da nochmal das logische Schaltbild, die CPU adressiert und über die Register in der Hardware von den CPLDs wird der Adressbus extended bis A18 hoch, Adressleitung, und damit gehen wir auf das 512K RAM. Okay, wie sieht das im Code aus? Ich habe hier oben mal zwei Zeilen VHDL. Da sieht man einfach das Chip Select für ROM und RAM als Signal, also invertierendes Flanke. Und da wird im Prinzip, haben wir intern in dem CPLD so ein Array mit den Registern, also diese sogenannte Banktable. Und dann werden im Prinzip die Adressleitung der CPU entsprechend selektiert, je nachdem, welches Register angesprochen wird. Ja, also das macht dieser Ausdruck. So, und wenn ich das natürlich im C-Code, im Emulator mache, habe ich das ähnlich. Wenn ich also eine Adresse haben möchte, also eine Extended-Adress, dann muss ich erstmal schauen, welche Bank ist selektiert. Ja, dann setze ich mir hier den Pointer und das andere, das geht jetzt leider hier nicht mehr drauf. Da ist der Screen zu klein. Schade. Okay. und am Ende habe ich einen Ausdruck, der mir diese Extended-Adresse berechnet. Ja, und dann kann ich dann mir in meinem Emulator mit Malloc 512K bereithalten und dann kann ich damit arbeiten. Okay, also Memory-Logik kein Problem. Das war eine leichte Übung, sage ich jetzt mal. Gut, Peripherie, was ist da zu sagen? Also wir haben eine 6522, eine VIA, die bei uns das Bitbanking macht für die SD-Karte. Und wir haben noch ein UART und wir haben auch Joysticks. Bei der VIA ist es so, dass wir keine komplette Implementierung in der VIA haben. Gibt es auch. Also es gibt tatsächlich auch eine Bibliothek, da ist eine komplette VIA implementiert. Ich habe mich da beschränkt auch wirklich auf unsere Funktionalitäten. Das heißt also, die wichtigsten Adressen von der VIA, wie das Shift-Register und das Statusregister, das wird behandelt, um eben gerade so SD-Karte emulieren zu können. Und ja, eine SD-Karte ist eigentlich ganz trivial. Da ist letztlich, sag ich mal, in dem Emulator öffne ich im Prinzip ein Image, das ist eine Datei, und in der mache ich dann mit Seek, gehe ich dann auf die Blöcke, die rechne ich dann raus. Wird also im Emulator, im Assembler-Code, 6502-Code, ein Block auf der SD-Karte adressiert, LBA-Adressierung, gib mir mal Block 20, rechne ich halt aus, 20 mal 512, Seek in der Datei, lade das Ding rein, Bitbänge das emuliert quasi über die VIA raus und dann habe ich meinen Block über die SD-Karte emuliert gelesen. UART ist ein bisschen tricky, funktioniert auch noch nicht so richtig. Auch da habe ich ein bisschen mich wieder inspirieren lassen von dem QEMU-Projekt. Und zwar, was ich haben wollte für den Emulator, ist eine echte Emulation der seriellen Schnittstelle, dass ich es wirklich sagen kann, ich kann sowas wie mit SOCAT, ein Unix-Tool, dass ich sage, ich kann so eine Pipe-Umleitung machen. Also ich starte den Emulator, der macht ein TTY auf, und in den kann ich dann auch lesen und schreiben, als wäre es wirklich eine serielle Schnittstelle. Und dann kann ich dann auch tatsächlich mit Tools wie X-Modem, Z-Modem, was wir jetzt auch verwenden für das Upload auf der echten Hardware, könnte ich dann quasi emulieren, ja, und direkt benutzen. Funktioniert aber noch nicht richtig. Ich habe jetzt einen Workaround, wie wir unser X-Modem-Upload machen, aber es ist noch nicht sauber emuliert. Also wer da eine Idee hat, gern. Joysticks, okay, das ist trivial. Da gibt es bei der SDL1 und auch später bei der 2 entsprechende API, da kann man also einen Controller anschließen, den auslesen und dann emulieren wir im Prinzip, ich lese die SDL API aus für einen Joystick und im Prinzip, wenn von dem Code, der in dem Emulator läuft, der Joystick angesprochen wird, dann lieferst du halt die Daten daraus. Okay, genau. Wir haben einen Soundchip auf unserer Hardware. Das ist ein OPL2-Chip, das ist der 3812. So einer der von der OPL-Serie, so der ja am meisten, oder sollte eigentlich bekannt sein, das von den Soundblastern. Den gibt es halt auch wirklich noch massenweise zu kaufen. Und den haben wir deswegen bei uns auf dem Steckschwein in Verwendung.
Was ist hier zu sagen für die Emulierung? Auch das ist ein bisschen schwierig. Ist jetzt auch nicht so mein Metier, weil Fast-Fourier-Transformation, was da passiert in dieser FM-Synthese in dem Chip, das muss natürlich emuliert werden. Auch da dachte ich, naja, ich bin nicht der Erste, der das macht. Also gibt es bestimmt irgendjemanden, der sich darum gekümmert hat. Und da gibt es tatsächlich eine C-Datei, wo diese Operatoren und diese ganze Mathematik drin ist und die das emuliert. Und das findet man auch im MEME-Projekt unter anderem. Gibt auch andere. Und auch da habe ich mich inspirieren lassen und habe das im Prinzip in unseren Emulator reingepackt, sodass wir im Prinzip eine Emulation von diesem 3812-Chip haben. Als nächstes haben wir noch eine Realtime-Clock. Das ist 1306 von, die Maxim TI ist das, Maxim. Okay, danke. Gut, was ist da zu sagen bei einem Emulator? Also die RTC, dieser Chip wird auf der Hardware per SPI angesprochen, weil das ist unser Peripheriebus auf dem Steckschwein und heißt also am Ende wieder via Bitbang etc. Und beim Emulator ist es jetzt ziemlich trivial, weil ich kann dann einfach die Systemzeit auslesen und antworte im Prinzip, wenn die angefragt wird, die entsprechenden Werte. Als würde der Chip da vorliegen, muss man also nichts initialisieren, die geht halt immer richtig. Und dieser Chip hat noch einen NV-RAM, 96 Byte, den wir auch nutzen auf dem Steckschwein, zum Beispiel so, um Keyboard-Settings zu speichern oder den Bootloader, was der Kernel laden soll, etc. Und in diesen 96 Bytes stehen diese Informationen inklusive Checksumme. Und der Emulator macht das genauso. Er nimmt also diese 96 Byte, schmeißt die ins Home-Verzeichnis vom Nutzer und dort ist es gesichert. Okay. Demo. Okay. Der Emulator, das sieht dann... Oh je. Na toll, jetzt habe ich keine Shell. Ich will aber... Nee. Gut. Das ist jetzt also der Emulator. Also ich fahre den hoch, ich gebe ein ROM-Image an und eine SD-Karten-Image und dann boote ich im Prinzip das Steckschwein. Ich kann das auch, kann ich Fullscreen machen, ohne dass irgendwas explodiert? Oh nee, das sieht nicht so toll aus. Dann bleiben wir lieber hier klein. Aber, und das ist auch jetzt erst in den letzten Monat entstanden. Ich habe eine SDL2-Portierung mittlerweile gemacht auf das Ganze, weil dann kann ich nämlich hier so Sachen machen wie das Scaling. Das funktioniert im SDL2 viel, viel besser. Und ja, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, Uhrzeit, ach, überraschend, geht ziemlich genau. Wie ich ja sagte, ist an die Systemzeit gekoppelt. Ich kann Sound machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier funktioniert oder ob man was hört oder nur aus dem Notebook-Gekrächze, also das ist jetzt im Prinzip. Hat er nicht. There is no line in. Really? Ah, okay. Okay, so, also Sound-Emulation. Wie gesagt, das ist der 3812-Chip emuliert. Code inspiriert aus dem MEME-Projekt. Funktioniert. Genau. Funktioniert also auch. Ansonsten Grafikmodul, was kann ich da zeigen? Also wir haben natürlich auch ein Basic, das ist in dem Fall hier so ein EH-Basic. Da gibt es dann auch da gibt es dann so Sachen, Mandelbrot, nee, langweilig. Ich mache jetzt mal hier sowas. Da kann man dann auch sowas machen. Funktioniert nicht. Warum nicht? Okay. Nee. Dann müssen wir doch was anderes nehmen. Ich denke mal eher, der hat jetzt mit dem Resize noch ein Thema. Ach, da war der Würfel. Ja, okay, also das ist dann ja, also ein Basic-Programm mit irgendeinem Videomodus. MSX Videomodus 6, 512 Pixel. Ja, 512 mal 212.
Und vier Farben. Also sowas geht auch. Zack. Jo. Okay. Also Emulator tut, funktioniert. Was es auch gibt, ist ein Debugger. Ja, der ist integriert. Also da komme ich dann hier rein. Kann ich da also einfach mal per F12, zack, bin ich im Monitor und kann dann im Prinzip mir angucken, was da gerade passiert. Also das hilft auch ungemein bei der Entwicklung. Man kann also hier auch im, unten per Kommando noch im Memory rumschaufeln. Also kann jetzt hier gucken, Memory, Adresse Hex 1000, 4096 oder weiter oben. Oder ich kann hier in der Zero-Page schauen, was da gerade passiert. Ah, wir sehen auch hier die Banking-Register, BR0123. Da sieht man also in der Bank 0, Bank im Slot, muss ich noch umbenennen. BR01 ist RAM, also einfach die untersten 32K von dem 512K-Baumstamm sind selektiert. Der dritte Slot, BR2, ist also noch ROM aktiv und der vierte Slot, BR3, ist die letzte Page in dem 512K-RAM. Da ist jetzt gerade der Kernel drin. Wieso ist das 31? Ist das Dezimal? Wieso gebe ich das Dezimal aus? Nee, 3,1, warte, das ist der Käse. Das ist Dezimal, das ist ja doof. Ich will da Hex haben. Naja, okay. Okay, To-Do erkannt. Gut, das soll es eigentlich zur Demo gewesen sein. Wie komme ich jetzt wieder in meinen Dingsbums? Ah, ja. Genau. Okay. Wie geht's weiter in Richtung Emulation und Integration? Wir nutzen zur Entwicklung, oder ich primär, Visual Studio Code. Was ich haben möchte, ist, was jetzt noch nicht toll ist, ist quasi eine richtige IDE-Integration. Also ich will im Visual Code ganz normal, wie als wenn ich C-Code, Java-Code oder sonst was entwickle, ich will da durchsteppen. Ich will da einfach debuggen können und mit unserem Emulator. So, da gibt es natürlich eine API, eine Debugger-Extension, da muss man also einen Adapter implementieren, dann kann man im Prinzip die IDE benutzen, weil Visual Studio liefert ja schon einen Debugger-UI, muss man ja eigentlich nur die API, den Kontrakt erfüllen und schon kann man die Daten liefern, dann hat man einen super Debugger. Wir nutzen den CC65, CA65 als Toolchain für unsere Entwicklung. Und zum Glück gibt es natürlich jemanden, der sich damit schon befasst hat. Also es gibt den Alchemy 65, das ist im Prinzip genau diese Adapter-Implementierung, allerdings mit Mazen X, das ist ein NAS-Emulator. Und ja, ich werde den jetzt umbiegen und im Prinzip unseren Steckspann-Emulator anzapfen und dann habe ich da wahrscheinlich ziemlich schnell die Integration am Start. Das gibt es dann wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr. Genau, und wenn ich das habe, kann ich natürlich dann auch Steckschwein-Code-Debugging machen, direkt über den Emulator. Ich kann mir Videospeicher anzeigen lassen und RAM-ROM-Banks, das ist also noch das, was ich vorhab. Okay, das war der Emulator-Part. Gibt noch einen anderen Part, und zwar Softwareentwicklung. Was ich halt so täglich machen muss, soll, darf, ist halt also so ein bisschen mehr so Test-driven Entwicklung, und da geht es in die Richtung Unit-Tests. Und warum brauchen wir das beim Steckschwein? Weil im Prinzip unser Library-Code ist, naja, komplex würde ich jetzt nicht sagen, aber ist halt umfangreich geworden, und um im Prinzip Verhalten abzusichern und die Produktivität zu steigern und auch test-driven, hat auch den Vorteil, dass ich mir Gedanken mache, wie modularisiere ich meine Bibliotheksfunktion, brauchen wir die Möglichkeit, dass wir Tests haben, ja, um quasi uns Verhalten abzusichern und bei Änderungen auch irgendwie Regressionstests fahren zu können und die Codequalität zu verbessern. Wie sieht sowas aus? Was brauche ich? Ich brauche eine Test-API letztlich und für gewisse Teile natürlich auch Mocks. Also beispielsweise SD-Karte oder andere Peripherie, die ich jetzt im Unit-Test ja irgendwie abstrahieren muss, weil ich jetzt da nicht immer den Emulator im Hintergrund haben will. Wie sieht sowas aus? Wie sieht so eine Test-API aus? Also angelehnt an so Unit-Test-Frameworks und auf die 6502-CPU adaptiert. Es gibt halt eine Reihe von Makros im CA65-Style, also ein Assert A wie Assert Akku
XY-Register, ich kann Memory asserten, also sag hier assert 32 und mein Erwartungswert und die Adresse und danach packe ich die Bytes, die ich da erwarte und dann kann ich einen Assert machen. Ich kann das Carry-Flag asserten, nachdem ich ein JSR gemacht habe in meinen Funktionsaufruf. Ich kann das Zero-Flag asserten oder Strings, also null terminiert. Den Output kann ich capturen und kann danach fragen über die Output-Routinen, was ist da rausgekommen, passt das so? Und ich kann auch hart meinen Test fehlschlagen lassen aufgrund eines Konditionals. Das sieht man hier unten ganz. Okay, wie sieht das jetzt konkret aus im Code? Also links habe ich beispielsweise mal eine ganz simple Funktion, die heißt hexout. Das ist mal so meine Unit under Test. Und rechts dazu habe ich den Testcode. Das heißt also, ich mache CR65-like den Import auf diese Funktion. Und dann habe ich einfach hier oben, sage ich, ich möchte bitte 7e ausgeben und rufe dann diese Funktion auf und kann danach mein Assert-Makro anwenden. Und dann erwarte ich, dass da im Prinzip im Output-Stream ein 7e gelandet ist. Und dass der Akku nicht kaputt gemacht wird durch die Funktion. Ja, also Assert-Out-7e als Zeichenkette soll bitte schön in den Output-Stream geschrieben worden sein und der Akku soll immer noch 7e enthalten. Und so kann ich im Prinzip meine Tests aufbauen und am Ende vom Test gibt es einen Break und dann springt der Testcode wieder raus, weil wir unter der Haube verwenden wir den Py65, die Python-Implementierung. Wie gesagt, ob das dann nochmal der Emulator wird, den wir dann drunter schnallen für die Unit-Tests, muss man sehen, weil wir will nicht so viele Tools haben. Also ich will als Standard-Tools haben oder wir wollen Standard-Tools haben. Ich will nicht da noch ein Python haben müssen, dass man sich installieren muss und da noch irgendwas, sondern einfach Emulator und C-Compiler und das war's. CA65, Toolchain und das war's. Okay. Was gibt's noch? Man kann auch nicht funktional Tests machen. Momentan ist es so bei dem Py65-Integration, dass ich sogar Zyklen asserten kann. Also ich kann im Prinzip eine Funktion aufrufen und kann sagen, okay, pass auf, ich mache ein Reset vorher und dann zählt der die Zyklen. Ja, weil diese Emulation von der CPU zählt halt die Zyklen und dann kann ich danach fragen, okay, ich gebe einen Threshold an und wenn der überschritten wird, dann zerreißt es mir einen Test. Also wenn irgendjemand was implementiert und dann irgendwie zu teure Operationen macht, dann fliegt der Test auseinander, weil das Performance Goal nicht gehalten wird. Gibt dann noch ein paar Hilfsmakros, um irgendwelche Adressen zu vergleichen. Ja, okay. Ja, und am Ende landet das Ganze natürlich bei uns im GitHub. Unsere Repositories, also wir haben mehrere Repositories für die verschiedenen Sachen, Hardware, Code, Emulator und da hängt eine GitHub-Action dahinter und da wird das ausgeführt, letztlich werden die Tests mit ausgeführt und wie wir hier sehen, natürlich grün alles, zumindest wenn ich eingecheckt habe, oder? genau, und damit haben wir auch immer gleich Feedback, wenn wir was geändert haben, passt das alles noch? Na. Okay, ja, kleiner Abriss in die Steckschwein Entwicklungswelt und wenn ihr Fragen habt, dann bitte gerne. Ist der Emulator genau auf die Geschwindigkeit von dem Steckschwein getaktet? Ja, der momentan läuft der, nee, stimmt nicht, der Steckschwein läuft mit 10 MHz und der Emulator mit 8. Also der Sync ist aber noch ein bisschen ungenau, weil das gibt dann irgendwelche Glitches mit dem Video, aber tatsächlich ist das noch so ein Thema, das ist nicht hundertprozentig. Ja. Also der ist schon zyklengenau, durch diese Fake6502-Implementierung werden ja Zyklen gezählt, aber was jetzt so das Echtzeitverhalten betrifft, ist ja nicht 100%. Also das ist es noch nicht. Da muss man noch ein bisschen nachschärfen. Zu deinem Unit-Test, wo das Assembler-Listing war, kannst du das nochmal herholen? Wie funktioniert das? Du hast ja gesagt, da hast du irgendein Python-Zeug dahinter. Ja. Und im Prinzip, du übersetzt es und dann startest es an und wie gräbt sich das Python, das Assert da raus oder hat es den Source Code noch nebendran oder interpretiert es direkt den Source Code? Nee, das wird ja auch kompiliert. Also das ist die Lib, das wird kompiliert. Das sind Makros dann da. Das sind Makros, genau. Ja. Die Unit-Test-API, das sind Makros. Das wird dann auch ausgeführt in dem Py65. Also es wird der Code geladen und es wird der Unit-Test geladen und ausgeführt. Und dann wird im Prinzip
der Assert, das, was halt Makros sind, am Ende steht dort irgendwie JSR ausgeführt und der läuft durch oder schlägt fehl und dann bricht das Skript letztlich ab, dann bricht der Build letztlich und dann hast du an der Stelle auch stehen expected was und ja, hätte man vielleicht nochmal eine Folie einbauen können, hätte ich das den Negativfall zeigen, aber wir können uns das gerne auch anschauen. Ja. Also hast du vielleicht auch Hill-Testing so in Aussicht? Also, sorry, was für Tests? Also Hill, also Hardware in the Loop. Also du hast hier so okay. Emulator, Software in the Loop und Hardware. Würde das überhaupt Sinn machen? Also ich meine, um zu prüfen, dass, keine Ahnung, dass der Emulator zur Hardware 100% passt oder ja. So. Keine Ahnung. Wäre dann die Kür, ja. Ja, nee, aber haben wir nicht. Also der Emulator wird im Prinzip der Hardware jetzt so nachempfunden, aber tatsächlich emuliert er ja auch nicht hundertprozentig den CPLD. Also da gibt es irgendwo eine Memory-C-Datei, die macht diese Clue-Logik. Ja, also da läuft das dann alles zusammen. Also nee, haben wir nicht. Ist ein okay. Dann, Dankeschön.